Und willkommen zurück zu Legends of Larry Red Dreams Dwight Rise. Ja, letztens haben wir drei Räume bewältigt. In den ersten waren Smokey und dieser Red Shirt kämpften gegen eine Echsenstatue. Der Red Shirt ist dann durch die Falltür gefallen. Dann Finlay und der andere Typ, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, haben dann Todesfallen überstanden. Waren sehr mutig und haben dann eine Prinzessin, die Goldbikini hatte, gerettet. Und dieser Typ durfte hier schön putzen. Und damit öffnete sich die nächste Tür. Und somit willkommen zurück zu Legends of Larry Red Dreams Dwight Rise. Hab ich schon gesagt? Egal. Beim letzten Mal war es ja eine ziemlich lange Folge geworden. Deswegen versuchen wir heute mal nicht allzu lang zu machen. Mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Das sieht ja interessant aus. Wir haben es geschafft! Da ist sie! Ja, Mann! Die Höhle des kosmischen Wissens. Sieht aus wie ein Raumschiff, Höhle? Alter. Klar, das ist doch eindeutig eine Oder Höhle. Nicht. Das runde Ding ist der Eingang. Sieht man doch. Guck mal Alien-Raumschiff genauer hin. Ist wohin? Ich geb's auf. Ich geb's auf. Eingangstür. Die bekomme ich nicht einfach so. Ja, hier. Aussparungen. Da haben wir nämlich ja. Und ne, komm. Wir haben ja alle Schlüsselsteine gefunden. Ja, sieht ja sehr komisch aus. Das habe ich mir schon gedacht, dass es sowas sein wird. So, erstmal den ersten Stein. Boom. Schön. Ha, der Stein passt genau rein. Warum muss es gerade immer sowas Perverses sein hier? Zack. Das lange Stück flutscht an die richtige Stelle. Flutscht in die richtige Stelle. Ja, wir öffnen heute die. Jetzt die linke oder der rechte? Hm, das nicht. Okay, dann linke. Das sehen Eine beide gleich Sache. Aus, deswegen. Runde Sache. So, unser Inventar leert sich so allmählich, Alter. Und der zweite auch da rein. Rund und sitzt. Da, und somit sind alle vier jetzt drinne. Und somit öffnet sich hoffentlich die Tür des der die Höhle. Das des, war der letzte Stein. Kosmischen es Wissen. Tut sich was. Ja, muss ja. Laut der Legende, ne? Ach ja, so komme ich jetzt das Zeichen, Alter. Das ist irgendein Raumschiff, keine Höhle. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da kosmisches Wissen rausgeht. Eher so ein modriger Geruch. Ah, wer weiß, wie lange das Ding da wer schon... Wer weiß, wie lange die Tür geschlossen war und was darin ich lauert. Ich wollte sagen, wie lange es schon da liegt, aber wie lange es geschlossen war, ja. Genial. Höhle des kosmischen Wissens. Laut den Legenden würde ich mich da jetzt nicht reintrauen, Alter. Daher wirst du auch so verrückt wie die Gründungsväter und stürzt dich vielleicht in einen Vulkan oder so. Ey, was ist das denn jetzt? Ich bin in der Stadt. Ich bin in der El Stadt. Kommandante. El Kommandante. Hat sich die Gruppe versammelt? Alle warten im geheimen Hauptquartier. Gut, das ist dieser wir sind auf falsche uns alleine Keyboard. Gestellt. Niemand wird plötzlich auftauchen dieser und uns helfen. Diese Revolution müssen wir Staat. Selbst durchführen. Wir haben keine Wahl. Mr. Wang ist gefährlich. Mr. Wang. Wir dürfen nicht zulassen, dass er die Peabots ausliefert. Wenn sie erst Boah, in allen krass. Haushalten stehen und er sie aktiviert und die Geheimfunktionen so eingebaut sind, wie er es sich wünscht. Und sollte es ihm dann auch noch gelingen, Faiths selbstlernende KI in die Finger zu bekommen und diese aufzuspielen, ja, er das wäre nicht unbesiegbar. So ja. Also, die Stimme kommt mir auch bekannt vor. Superrobotern in jedem Haus in Amerika. Roboter, die er wie Marionetten steuern könnte. Dazu wird es nicht kommen. Wir werden es oh. verhindern. Bis nachher im geheimen Hauptquartier. Wie heißt der Typ jetzt? Und, Nari? Ja? Traue niemandem. Oh, niemandem. Ah, da kommt mir da bekannt vor, Mann. Lefty, genau. Lefty war das. Die Stimme von ich Lefty. Ich gehe erst rein, wenn ich Faith bei mir habe. Ja, geh jetzt rein. Irgendwie muss ich sie überreden, hierher zu kommen. Ja, geh rein. Ich gehe da erst... Ja, wir können sie jetzt auch überreden, weil die Schwester Oberin ja nicht mehr spukt. Hier auf der Insel. Und sie hat ja auch gesagt, glaube ich, dass sie mitkommen würde, wenn wir die Höhle wirklich finden.
Oder so ähnlich war der Doktor. Ey, ich laber wieder nur Quatsch hier. Ja, Autos, geht. Aber wir wollen nicht mit dir sprechen. Wir wollen zur Königin hier. Namens Faith. Faithless. Und das ist Larry Leffer. Und ich bin Tro Basti. Und das ist mein Kanal. Faith, komm zu mir, ich habe die Höhle gefunden. Dann kannst du dich wieder an irgendwas erinnern, hoffentlich auch an uns. Komm mit mir an einen Ort, wo ich zurückkehre. Ich gehe. Ja, hier. Komm mit mir an einen Ort, wo du deine Erinnerung zurückerhalten kannst. Als Königin ist mein Platz hier. Ist es nicht, Alter. Du hast eine Ländereien besuchen, aber die Höhle hast du noch nicht gesehen. Aber diese Höhle hast du noch nicht gesehen. Ich werde nichts tun, was du mir sagst. Das ist zu deinem Besten. Ich tue alles für dich. Ich tue alles für dich. Müssen wir das hier wieder mir egal. Richtige und aussuchen? Jetzt geh mir aus den Augen. Du musst mir hier vertrauen. Du musst mir vertrauen. Ich bleibe hier. Komm, wir müssen lieber reden. Das ist keine Verhandlung. Das ist keine Verhandlung. Oh Mann, du bist echt anstrengend. Ja, ne? Wenn ich mit dir zu der Höhle komme, lässt du mich dann in Ruhe? Auf jeden Fall. Natürlich. Und du betrittst nie wieder unsere Insel? Ja. Klar. Na gut, dann gehen wir. Ja, aber sehr schön, komm Larry, mit. Du hast wirklich... Larry! Was mit dir denn los? Pi, du musst zum Arzt. Ja, zum Arzt, Alter. Nein, alles okay. Liegt sicher an der Luftfeuchtigkeit. Sicher alles okay, Pi? Ich mache mir etwas Sorgen um dich. Okay, dann gehen die jetzt dahin. Erstmal schön zur Insel fahren. Und dann betreten sie jetzt die Höhle mit kosmischem Wissen. Schön, mal schauen, wie es hier aussieht. Aber es ist ja noch nicht wirklich dann zu Ende, weil diese Revolution muss ja auch noch kommen. Ui, was hast du denn da? EA. Hast du vielleicht eine Idee, wie das alles funktioniert? Nö. Ich wollte überhaupt nicht hier sein. Sekunde, ich finde das schon selbst raus. Pi, hilf mir! Nichts da, du bist auf dich gestellt. Ja, danke. Okay, hier ist irgendwas, ein Tank. Ich glaube nicht, dass ich den auf... Nee. Mm-mm, Doug. Hier für Höhle, aber hier, das müssen wir gleich feiern, ja. Aber wir schauen mal, was hier ist. Boah, mir wird schwindelig. Okay, dann einmal mal sehen, was anspalten. Das hier bewirkt. Ja. Ist in Ordnung, Alter. Das könnte eine Maschine sein, die die totale Selbsterkenntnis auslöst. Hey. Ja, welche Männer sind ja? Alle drei, ja? Aber wie schließen wir dich nur daran? Anschließen? Dein Ernst? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Die Maschine sieht total ungefährlich aus. Ich will dich dazu überreden, wenn es gefährlich wäre. Wir haben keine andere Wahl. Ich würde dich nicht dazu überreden, wenn es gefährlich wäre. Du hast mich auf diese Insel geschleift. Schon vergessen? Es war auch nur meinem Charme erlegen. Du bist freiwillig hier. War auch schon. Du bist doch nur meinem Charme erlegen. Ich würde lieber wieder zurückgehen. Okay, Kompromiss. Ich schalte die Maschine nur ganz kurz an. Ein Kompromiss wäre, dass du mir nicht so heftig auf die Nerven gehst wie damals mit deinem Timberscore. Timberscore? Aber... Hä? Sie erinnert sich jetzt an den Timberscore. 90 Punkte. Keks essen. Du kannst dich doch gar nicht daran erinnern. Was ist jetzt los? Also funktioniert das oder wie? Moment. Du erinnerst dich an alles? Verdammt ja. Ich bin hier nach dem Sturm auf der Insel gelandet. Der Stamm hat mich gefunden und gesund gepflegt. Bald danach ist mir alles wieder eingefallen. Aber... Warum bist du nicht zurückgekommen, sondern hast behauptet, dein Gedächtnis verloren zu als haben? Als ob sie nur so getan hat, Alter. Weil ich hier glücklich war. Was endlich musste eine? Ich mich nicht mit irgendwelchen Typen aus dem Vorstand oder Investoren rumschlagen. Okay. Ich konnte ganz ich selbst sein. Kann, das sehe ich auch schon. Und weit und breit keine Männer, die mir erklären wollen, wie man etwas zu tun hat.
Dann bist du auf einmal aufgetaucht. Mal wieder, was inzwischen alles passiert ist, weißt du aber nicht? Nein, es interessiert mich auch nicht. Okay, was ist nach der Explosion auf Kenkam passiert? Kenkam, hieß es damals. Haben wir eine schnuckelige Wohnung im Keller der Ruine angelegt. Ich sollte die Torte Würmer an. Ich wollte einen Keks essen. Ich habe mir eine schnuckelige Wohnung im Keller der Ruine eingerichtet. Klingt sehr kuschelig. Das war's. Ich frage mich, was aus der vielen Unterwäsche geworden ist, die ich in der Villa hatte. Das willst du gar nicht wissen, Alter. Wir werden es nie erfahren. Alle abgesammelt. Wie zum Teufel bist du dann auf der Insel gelandet? Ich bin gesperrt. Ich bin deinem Geruch gefolgt. Wir sind einfach magische Wunden. Ich bin in einen fürchterlichen Sturm geraten. Ja, auch. Ich bin in einen fürchterlichen Sturm geraten. Und dann bist du hier im Archipel angeschwemmt worden? Genau wie ich? Das ist ja ein total unglaubwürdiger Zufall. Hier landen so viele es Leute, Alter. Es ist einfach Schicksal. Was hast du dann die ganze Zeit auf der Insel gemacht? Nach dir gesucht. Ölpest ausgelöst, ja. Souveniren flachgelegt. Becke geärgert, Alter. Okay, komm, ich nehme das, Alter. Becky geärgert. Wen? Sie ist Travel-Instacrapperin. Was? Also nicht wie Shawnee. Die ist Backpackerin. Wer ist... Nein, ja, egal. Lassen wir das. Egal, Alter. Okay, wir müssen alles aussuchen. Die Gouverneurin flachgelegt. Bobby Marley? Das hat sie mit sich machen lassen? Ja. Hey, die hat damit angefangen. Eigentlich wollte ich gar nicht. Nee, gar nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, noch die letzte okay, Sache. Stimmt. Er sagt auch okay. Ich habe auf der Insel auch meine erste Stalkerin. So eine asiatische Frau. Die verkleidet sich ja, sogar, nein. Um immer ganz nah bei mir zu sein. Aber ich bin zu intelligent, als dass mir das nicht auffallen würde. Was? Wer? Sie hat sogar ein U-Boot. Ich geb's auf. Moment. Wie bist du eigentlich in diesen Sturm geraten? Dein P-Phone hat mir was geschickt. Mein P-Phone? Da war doch was, als ja, der ne? Sturm kam. Da hat es mich doch gefragt nach meinem Notfallkontakt. Kann man sich alles auch noch und der anschauen, Name, der mir einfiel, war Larry Laffer. Wer sonst, Baby? Die selbstlernende KI. Ich ja. dachte, der Algorithmus wäre vernichtet worden. Mit dem P-Phone versunken. Ich habe ihn dir geschickt. Was hast du mit ihm gemacht? Als ob, Alter. Alguas, habe ich dich vielleicht in der anderen Hose? Ich ja, habe keine Ahnung, wovon du redest. Larry, Fehlfunktion! Fehlfunktion? Was ist was mit denen los, Alter? Oder? Ach, sie hat das ja auch, diese... 64738. Seit erlernte KI auf dem P-Phone jetzt, ne? Pi, ich mache mir langsam Sorgen um dich. Hängt das irgendwie damit zusammen? Faith, weißt du, was mit ihr los ist? Ich weiß nicht, Larry. Aber auf diesem Gerät ist nun mein geheimer Algorithmus ja, das gespeichert. Das hab ich auch er gesehen. Darf nicht in falsche Hände gelangen. Nicht auszumalen, was dann geschehen könnte. Das ist ja perfekt. Ja, mal. Na super. Miss Les, Sie haben offenbar Ihre Erinnerung zurück. Gute Arbeit, Larry. Danke? Müssen wir jetzt schon wieder Text haben? Langsam wird das Stalken schon etwas unheimlich. Ich stalke dich nicht. Aber du bist doch dauernd hinter mir her. Weil ich deine Geheimnisse rausfinden muss. Wie intim soll es mit uns denn noch werden? Moment, ihr hattet Sex? Ja. Mehrmals. Ruhe, genug jetzt. Dich brauche ich nicht mehr, Larry. Okay. Du hast deinen Zweck erfüllt. Kein Problem. Jetzt kann ich Miss Les zu Mr. Wong bringen. Mr. Wong. Und mein Auftrag ist erfüllt. Schöne Sache. Wer ist das denn? Der Chef von Prune. Was? Tja, du hättest ja auch zurückkommen können. Statt dich hier bei einem Stamm lesbischer Kannibalinnen zu vergnügen. Larry, du bist unmöglich. Du bist der schlimmste Schürzenjäger, den ich kenne. Na, jetzt übertreibst du. Ja, mal weiter. Sei still, sie darf nichts über den Algorithmus erfahren. Algo-was? Kannst du schwimmen, Larry? Warum schwimmen? In Lava? Ach ja, da war ja was. Will mich ja nicht mal ganz lassen speisen. Sie ihn einfach laufen. Dieser Dummkopf hier weiß von gar nichts. An dem brauchen Sie sich nicht die Hände schmutzig zu machen. Oh, das macht mir gar nichts aus. Im Gegenteil. Ich werde es genießen. Nein, nicht!
Nein, der arme Larry. Larry, nein! Oh mein Gott, was passiert hier, Alter? Voll überfordert gerade. Facebook hat doch nicht ihr Gedächtnis verloren. Wie sie erst gesagt hat, nachdem sie hier gelandet ist, kam die wieder irgendwann zurück. Und jetzt, keine Ahnung, was passiert. Die sollen angeblich in die Lava geschmissen werden. Der selbstlernende Algorithmus ist auf Larrys P-Phone. Denk auch diese Fehlfunktionen. Und es ist jetzt zu Ende. Was ist jetzt hier los? Ah, Nari, Geschichte hier. Wir müssen weiter ausliefern. Sofort. Aber wir sind doch mitten im Beta-Test. Okay. Der P-Bot ist doch lauffähig. Nein. Ja, er läuft. Er läuft. Also, er fällt nicht mehr so oft um wie zuletzt noch. Dann können wir ihn auch verkaufen. Aber es fehlt noch die Zertifizierung der Behörden. Was, wenn wir noch ein Codefragment darin haben, das gegen irgendwelche Spezifikationen verstößt? Ich habe gerade vorhin noch eine Fehlfunktion gefunden, durch die der P-Bot Oralsex an einem Steingolem vollführt hat. Okay. Wenn so etwas passiert, könnte der P-Bot aus den Läden genommen werden. Und wir müssten das Codefragment rauspatchen. Das ist mir egal. Ja, sag ich doch, Alter. Wir müssen den P-Bot rausbringen. Der ist doch einfach, es dauert alles sonst zu lange. Jan Mai ist schon auf dem Weg hierher. Wir werden bald die selbsterlernende KI nachrüsten können. Oh, das ist natürlich großartig. Aber... Kein Aber. Kein Aber. Ein neues Zeitalter beginnt, Nari. Und du warst dabei. Schön. Und wir auch. Ich glaub ja nicht, dass du gewonnen hast, ey. Ich werde es auch direkt beenden. Ja, Mann. Richtig so, Alter. Immer einen Daumen nach oben für Nari, ey. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Scheiß, wo sind wir denn, Alter? Also, wir leben noch, auf jeden Fall. Bist du endlich wieder wach? Oh, was heißt hier endlich? Was ist passiert? Sie haben Faith entführt. Dann und? Haben sie dich in den Vulkan geworfen. Und das, obwohl ich sie die ganze Zeit angebrüllt habe. Als ob sie auf dich hören, Alter. Dass du nicht in die Lava gekullert bist, sondern in einen erkalteten Lavaschacht. Ja, interessant, Alter. Der hat dich hier reinfallen lassen, aber bei dem Aufprall bist du ausgenockt worden. Ja, ne? Mal wieder. Wie lange ist das hier? Nicht lange. Oh, verdammt. Ich muss hinterher. Ja, Wieden, Alter. Was für ein Idiot. Larry? Wo bin ich hier eigentlich? Ja, sehr meinen gute Sensoren Frage. Zufolge ist das ein alter KGB-Horchposten. KGB? Dann sollte ich mich hier mal umschauen. Da war doch irgendwas mit KGB, Alter. Na, er läuft ja alleine, okay. Wow! Ein Hubschrauber sogar. Coole Sache. Eine geheime Basis in einem Vulkan mit einem Helikopter. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Gehört dir aber nicht. Schade. Schade. Aber immerhin könnten wir mit dem Helikopter nach New Lost Wages fliegen New Lost und Wages. Retten. Hier auch. Wir kehren ja zurück, Leute. Hey, gute Idee. Allerdings müssten wir erst nachschauen, ob der Helikopter noch funktioniert. Kein der Problem. Hat wohl ziemlich lange hier gestanden. Und du hast gesagt, das ist eine KGB-Basis? Larry fällt schon irgendwas so ein, damit er starten kann. Der KGB hat Rundflüge auf einer tropischen Insel veranstaltet? Nein, er hat... Ach, vergiss es. Ja, Larry, genau so ist es. Sie sehen, sag ich Rundflüge. Ja. Oh Mann. Na was? Für ein Chaos, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
Ja, heute machen wir erstmal Feierabend. Heute auch mal ein bisschen kürzer, wie ihr denkt. Oh, ein paar meiner Sachen sind wohl beim Absturz. Achso, ist doch gleich zu Ende, Alter. Besser als ich. Besser als ich selbst. Dann wären alle Sachen weg. Naja, okay. Dann jetzt können wir entwickeln. Und auch jetzt beenden den Part. Naja, was für eine Geschichte, was für eine Entwicklung auf jeden Fall. Faith hat so getan, dass sie nichts mehr weiß. Aber sie wusste erstmal nicht, hat dann trotzdem wieder alles erlangt. Die Höhle war keine wirkliche Höhle, war ein abgeschütztes, keine Ahnung was. Dann kam Yamai, schmeißt uns in den Vulkan, wir sind zurück nach New Los Vegas, keine Ahnung, ob wir hier überhaupt rauskommen können. Das erfahren wir dann hoffentlich beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt Spaß. Sehen uns dann beim nächsten Mal. Dahin bin ich euer Trobasti, bleibt mit dem Shit und ciao.